Meine lieben Leute, weiter geht's mit Let's Play World of Warcraft, noch in den Lay-Ruinen. Diese werden wir jetzt allerdings mit Stellagosa verlassen. Könnt ihr meinem Großvater helfen? Ab zurück zur Azurschwingenrast. Wie lang das Leben auch ist, es scheint nie lang zu sein. Seht, sie nähern sich Großvaters Teich. Es ist noch nicht zu spät. Wir nehmen den Weg durch die Berge, um sie aufzuhalten und... Nein, nein! Sie sind überall! Scheiße. Haltet euch fest! Wir fliegen tiefer! Oh. Senegos hat anscheinend wieder Leben dazu bekommen. Warte mal eben kurz mit Stellagosa nochmal quatschen. Scheint nicht zu spät zu sein. Nein, wir sind zu spät. Hä? Wieso zu spät? Er lebt doch noch. Diese vielen Verdorrten drohen, unsere ganze Brut auszulöschen. Schnell, brecht einen Lake-Kristall ab und heilt alle verwundeten Drachen, die ihr auf dem Schlachtfeld finden könnt. Ich werde tun, was ich kann, um diese Welblinge zu schützen. Wie seltsam sich Besuch anfühlt. Ach, Katka ist auch da. Hm. Ihr habt ihren Anführer umgebracht und sie sind hierher gekommen? Das ist nachvollziehbar. Diese Kreaturen haben es einzig und allein auf die Magie abgesehen und sie können sie über große Entfernung hinweg wittern. Ohne Anführer werden sie sehr schnell verdorren und sterben. In der Zwischenzeit bleibt uns nur so viele von ihnen möglich zu töten, bevor sie sich die Drachen greifen. Okay. Seid wachsam. Senegos scheint ganz gut dabei zu sein. Boah, was war das denn gerade für ein Damage Boost? Was zur Hölle? Habe ich irgendwie einen Buff? Oder warum mache ich denen so viel Schaden? Warum mache ich gerade so viel Damage? Wir machen hier, zack. Also mir kommt das gerade irgendwie übertrieben viel vor. Na, vielleicht täuscht das auch, aber... Ich habe kein Ziel. War das gerade ein One-Shot? Auch schon wieder ein One-Shot. Also, das ist Senegos. Oder Katka, der hier diese komischen... Ja. Jetzt verstehe ich das. Aber so kann ich dann... Kann ich dann vielleicht ein bisschen clever agieren. Vielleicht wirft Katka damit jetzt hier nochmal was hin. Tut aber nicht. Jetzt kann ich sie wenigstens noch looten, wenn Katka nämlich so viel Damage auf die drauf macht. Dann profitiere ich davon nicht mehr. Ja, sehr schön. Seht ihr, ich kann die jetzt nämlich nicht mehr looten. Aber das ist so ein Spot. Hier sterben die Ads instant. Und ich dachte mir vorhin schon, what the fuck ist das hier? Warum mache ich so viel Damage? So. Muss ich hier weiter hin? Fuck. Ich will gerade ein Pyro. Das wollte ich gar nicht. Oh, Moment. Erstmal was essen. War ziemlich cool vorhin, die Szene, wo man gesehen hat, wo die ganzen Verdorrten in Richtung Senegos gerannt sind.
das nachdem wir eigentlich ihren Anführer besiegt haben. Eigentlich merkwürdig, dass die sich noch so organisieren können. Scheiße. Na, ich hab's aber nicht gepult. Haben wir Glück gehabt. Und Senegos scheint es wirklich gut zu gehen. Obwohl die den da wirklich bespringen. An. Das ist richtig heftig. What the fuck, dauert ja Ewigkeiten, bis man sich mal ein bisschen geheilt hat hier. So. Den müssen wir jetzt heilen. Sehr schön. Als ich fiel, sah ich, wie einer der Nachtsichtigen sich in unserer Höhle, in unsere Höhle schlich, okay. Ja, guck dir das mal an, die sind überall bei dem. Der arme Drache. Der arme Senegos. Aber der Teich ist ja voller Energie. Eigentlich wundert mich, dass der nicht irgendwie eine so eine super Attacke macht und hier wirklich alles im Umkreis von 20 Kilometern dahin gerafft wird. Da hinten ist noch einer, den ich heilen muss. Aber erstmal Amigosa hier. So ein kleiner Welpling. Die Distanz, auf die man diesen Lake-Kristall hier wirken kann, ist relativ... ich wollte gerade sagen, ist relativ groß, aber... ist sie doch nicht. Oh Gott, alle drei. Of course. Irgendwie hat es jetzt gerade doch ein bisschen gewumst. Keine Ahnung. Erst wollte ich sagen, man kann diesen Lake-Kristall schon auf ziemlich krasse Distanz verwenden, aber das war wohl doch ein Fehlurteil, denn das muss ich doch schon ziemlich nah dran stehen. So, einer fehlt noch. Müsste eigentlich hier irgendwo sein, in der Höhle. Jo. Ich hoffe, die anderen kommen jetzt hier nicht gleich hinterher geschlenzelt. Das wäre nämlich richtig scheiße. Okay, reicht das schon? Nicht nah genug dran? Ja, seht ihr das? Das meine ich nämlich. Man muss echt fast davor stehen. Ich weiß gar nicht, wie ich davor auf die Idee gekommen bin, dass die Range irgendwie so weit wäre. Also, dass man das schon auf 20 Kilometer verwenden könnte. Aber hier steht auch gar nicht, wie die Reichweite sein muss. Ja, steht hier nicht. Jetzt nicht auf 10 Meter oder so. Okay. Damit sind die Quests aber jetzt soweit erstmal wieder abgeschlossen. Erstmal mit Katka. Oh. 7.15 in 7.63 umwandeln, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja. So, Stellagosa. Gut gemacht, ich habe gesehen, wie die anderen Drachen losgeflogen sind. Und seht, ihr habt Amigosa gefunden. Sie scheint euch zu mögen. Ich vertraue darauf, dass ihr auf sie aufpassen werdet. Und wir kriegen hier ein Pet. Sehr schön. Das man aber nur einmal haben kann. Und wir haben schon einmal. Weil ich es halt davor mal mit einem Charakter bekomme. Wahrscheinlich mit dem Monk.
Zedonu hat also gesagt, er hätte Nachtsichtige in die Leygrotte gehen sehen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Großvater scheint gut alleine zurechtzukommen, aber der Erzmagier und ich werden ein Auge auf ihn haben. Ihr solltet eurerseits mal diese Höhle untersuchen. Wir werden uns wiedersehen. Tut mir ja fast im Herzen weh, das Ding jetzt hier wegzuwerfen, aber dann habe ich ja nichts. So, welche Höhle ist denn gemeint? Ist es die, die hier rechts ist? Nope. Ah, die sehe. Die Leygrotte. Ach, nicht, was sie zu sein scheint. Jonas schon wieder hier. Elisande wird für unsere Seid ihr das? Verfallung bezahlen. Ich bin schwach, der Hunger zehrt mich auf. Ich verstehe jetzt, warum euer Drache in diesem Teich liegt. Ich bin gekommen, um euch zu warnen, aber es scheint zu spät zu sein. Ich kann ihn da draußen hören. Aelith ist hier. Tötet Aelith und sein Konstrukt. Was auch immer Aelith ist. Ich freue mich auf eine. Dieser Hunger verzehrt meinen Geist. Ich muss jedes bisschen an Energie aufbringen, um nur... Könnt ihr mich hören, Freund? Ich kann euch nicht mehr sehen. Ich denke, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Danke, Freund, dass ihr meinen letzten Stunden einen Sinn gegeben habt. Ich werde meinen rechtmäßigen Platz zurückfordern. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt mit dem passiert? Ganz gut, scheint es dem nicht mehr zu gehen. Das ist jetzt auch die falsche Richtung, ne? Wir müssen wieder raus, denke ich. Oh. Irgendwas ist mit Senegos nicht in Ordnung. Scheint verkrampft zu sein. Da ist er. Orbis. Ja, tretet eure Macht ab, Drache! Diese Teiche gehören nun den Nachtgeborenen! Helft mir, kleines Wesen! Zur Stelle, mein Freund! Na? Überlegst du dir aber dreimal, ob du mal den Drachen angreifst hier. So, jetzt noch Eils. Oh, was du da auch immer für Debuffs oder für Buffs hast, die habe ich dir jetzt erstmal geklaut. Einfach diesen Kugeln da ausweichen, die aber gar nicht zu mir kommen. Doch, fuck! Der macht gar keinen Damage, der ist nicht mal durch mein Schild durch. Geht's Senegos jetzt wieder? Scheint auf jeden Fall volle Power zu haben. Ich glaube. Haha. So lebendig habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt. Ihr habt nicht nur meinen Mana-Teich wieder aufgefüllt, sondern auch meine Brut gerettet. Das werden wir niemals vergessen. Die Blauen von Nasuna stehen tief in eurer Schuld. Sehr schön, er stirbt nicht. Das gefällt mir. Das wäre auch traurig gewesen, wenn er jetzt auch irgendwie draufgegangen wäre. Der Effekt ist nett.
Wenn ihr Blinzeln aktiviert, werdet ihr im Verlauf von 6 Sekunden um 2% eurer maximalen Gesundheit geheilt. Das ist wirklich nicht ganz schlecht. Naja, nevermind. Ich nehme jetzt erstmal so Flamme. Das heißt, hier in Asuna fehlt nur noch Makranare und das Schicksal der Revanche der Königin. Allerdings keine Ahnung, wo wir dafür hin müssen. Löschen. Guck mal, jetzt brauchen wir hier schon 625 Artefakt mach. Das ist eine ganze Menge. Ja, also hier scheint jetzt erstmal alles soweit erledigt zu sein. Wie wir jetzt genau hier weitermachen können, keine Ahnung. Ich denke, dass es hier noch irgendwie eine Quest gibt. Aber ich kann es nicht genau sagen. Naja, liebe Leute, ich mache hier jetzt erstmal Pause. Wir hören uns beim nächsten Part wieder. Und bis dahin, macht's immer gut. Ich werde mich bis dahin informieren, wo es jetzt hier weitergeht. Ob und überhaupt in Asuna. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.